der Umbau eines T5 in nur 24 Stunden. Vorbild ist der weiße Teambus von HS Motorsport. Für den haben die Mechaniker einen Monat gebraucht. Besitzer Frank bezweifelt, dass der Schnellumbau funktioniert. Sowas ist in der kurzen Zeit schwer umzusetzen. Auch Ronny Mehnert ist skeptisch. Er befürchtet, dass er am Ende ohne Auto dasteht. Denn diese Baustelle gehört ihm. Naja, so ein bisschen Angst habe ich dann noch, dass ich mit dem Zug nach Hause fahren muss. Ich hoffe, es passiert nicht. Trotz aller Bedenken, diese Jungs lassen sich nicht einschüchtern. Jetzt bleiben ihnen nur noch 12 Stunden, um aus dieser Baustelle einen T5 Looney Tune Spezial zu machen. Und dieser Morgen beginnt unter den Augen der Messebesucher mit Schleifen und Kleben. Als zusätzliche Sicherheit werden die vorlackierten Seitenschweller mit Klebeband am Verrutschen gehindert. Das spart Zeit, sonst müsste Thomas die nächsten 20 Minuten dasitzen und den Schweller festhalten. Wenn die geklebt sind, wenn sie richtig in Position sind, dann kann das in Ruhe trocknen. Für die Schönheiten der Messe fehlt den Mechanikern die Zeit. Inspirationen und kurzfristige Änderungen könnten sie jetzt ohnehin nicht mehr bewältigen. Thomas und Jens kümmern sich jetzt um die neue Heckstoßstange. Sie soll dem T5 auch von hinten Respekt verschaffen. Hierfür müssen die Heckleuchten mit den Einsätzen ausgebaut und die neuen Teile vorsichtig eingebaut werden. Man muss beim Anbau beachten, dass eben die Teile nicht verzogen werden dürfen, nicht extrem geknickt werden dürfen. Ansonsten kann es passieren, dass nach dem Lackieren der Lack reißt. Für den echten Bad Look bauen die Mechaniker vorsichtig die frisch lackierte Frontschürze an den T5. Für Thomas und Jens die letzten Handgriffe. Doch fertig ist der Kleinbus noch lange nicht. Ich habe ungefähr noch 2 Stunden, was schon ziemlich knapp ist. Weil es muss ausgemessen werden, es muss gerade sein. Und dann soll das auch noch vernünftig aussehen. Dass der neue T5 nicht völlig nackt da steht, dafür sorgt der Meister der Sticker und Kleber. Normalerweise benötigt man allein fürs Branding einen Tag. Das muss jetzt allerdings viel schneller gehen. Da kommt man auch mal mit der Spiegelschrift durcheinander. Das ist ja eine Spiegelschriftaufkleber. Das heißt, er muss komplett falsch rum aufgeklebt werden. Oder? Jetzt könnte nur noch die Freundin helfen. Denn auftragen und dann abkratzen geht gar nicht. Erstens, weil nur ein Kleber da ist. Und zweitens, weil einfach die Zeit fehlt. Spickspiegel dabei. T5-Besitzer Ronny nimmt schon die Gratulationen entgegen. Doch der Bus ist noch weit entfernt davon, fertig zu sein. Denn die Uhr tickt weiter. Die endgültige Dekra-Abnahme steht noch aus. Die Bauteile funktionieren an diesem Fahrzeug und wir können guten Gewissens sagen, dass das Fahrzeug vorschriftsmäßig ist. Zum Beweis für den geschafften Umbau stehen noch einmal Original und blauer Bus nebeneinander. Das Team ist erleichtert. In 24 Arbeitsstunden haben sie das geschafft, wofür andere Wochen brauchen. Das sieht absolut spitze aus. Die Jungs haben Top-Arbeit geleistet. Es gibt keine Beanstandung. Der Umbau hat Ronny ziemlich viel Nerven gekostet. Doch das ist egal. Die Umbauten sind eingetragen und der geile Karre-Chef freut sich am meisten darüber, dass er nicht mit dem Zug nach Hause fahren muss. Super, hat alles wunderbar geklappt. Ich kann es noch gar nicht fassen. Also die Jungs sind wirklich rechtzeitig fertig geworden. Selbst die Eintragung, alles perfekt. Kann nur sagen, ja, alles gut, ich kann nach Hause fahren. Na dann. Thüringische Kurven und heiße Geräte. Erfurt ist der Ort für Profis und Verrückte. Hauptsache, man hat was zu bieten. Wie einen Rekordversuch im 24-Stunden-Schnelltunen.